Video bespreche ich die Bezahlung von Geschäften mit Bankomatkarte. Im Gegensatz zu den Schulbüchern trenne ich die Kapitel von Bezahlung mit Bankomatkarte und Kreditkarte, weil es doch hinsichtlich der Verbuchungen Unterschiede gibt. Kommen wir nun zur Bankomatkarte. Jeder kennt sie im täglichen Gebrauch. Sie erfüllt vor allem zwei Funktionen. Es können Geldbeträge bis in der Höhe von 400 Euro beim Bankomaten rund um die Uhr abgehoben werden. Und es besteht auch eine bargeldlose Bezahlmöglichkeit in Geschäften, Tankstellen und so weiter. Kommen wir nun zur Verbuchung, genauer zum Einkauf mit Bankomatkarte. Und hier generell die gute Nachricht: Die Buchungssätze mit Bankomatkarte sind im Prinzip identisch mit den normalen Lieferverbindlichkeiten und Lieferforderungen, Buchungssätzen. Wir haben andere Kontonummern, eben für die Bankomatkarte. Einziger Unterschied zu den Anführungszeichen normalen Buchungen besteht in einer Spesenabrechnung am Ende des Monats. Beginnen wir nun mit dem Einkauf. Wie wir es gewohnt sind, im Soll 5010 HW Einsatz plus 2500 Vorsteuer an 3190 Verbindlichkeiten Bankomatkarten. Das ist die neue Kontonummer, die wir uns merken müssen. Ich markiere sie. Die Bezahlung auch wie gewohnt. Das, was im Haben steht, steht bei der Bezahlung im Soll. Also 3190 Verbindlichkeiten Bankomatkarten an 2800 Bank. Bank steht im Haben, da es ja bei der Bezahlung weniger wird. Gleicher Vorgang beim Verkauf gegen Bankomatkarte. Wir verbuchen beim Verkauf im Soll die Forderung. Hat hier auch eine eigene Nummer, 2794 Forderungen Bankomatkarte an 4000 HW Erlöse plus 3500 Umsatzsteuer. Auch hier der einzige Unterschied zu den normalen Forderungsbuchungen, eine andere Nummer, in diesem Fall 2794, die ich auch hier wieder markiere. Auch die Zahlung kennen wir. Wenn Forderungen einlangen, dann wird das Bankkonto größer. 2800 Bank an 2794 Forderungen Bankomatkarten. Jetzt kommt der einzige Unterschied zu den normalen Forderungsbuchungen. Am Ende des Monats fallen die Gebühren an und der Buchungssatz hierzu lautet 7792 Provisionen, Gebühren, Bankomatkarten plus Vorsteuer 2500. Eine 7er Nummer deutet auf ein Aufwandskonto hier hin. Dann gibt es immer die Vorsteuer. Das Ganze wieder an Bank. Das waren die grundsätzlichen Buchungssätze für den Einkauf und Verkauf mittels Bankomatkarte. Schauen wir uns das Ganze mit einem Beispiel an. Geschäftsfälle. Zuerst ein Einkauf von Büromöbel mittels Bankomatkarten mit anschließender Belastung. Dann Umsätze, Verkäufe, Bankomatkarten, nichts anderes als Forderungsbuchungen, der Kontoauszug der Bank über den Eingang der Forderungen und am Schluss die Abbuchung der Provisionen und Gebühren für Bankomatkarten hier für den Monat Juni. Beginnen wir mit der Buchung Einkauf Büromöbel mittels Bankomatkarten. Der Buchungssatz lautet hier 0660 Betriebs- und Geschäftsausstattung Euro 4400 an bzw.
plus 2500 die Vorsteuer in der Höhe von 880 Euro und das Ganze eben verbucht an Verbindlichkeiten, Bankomatkarten, das kennen wir von oben, 3190. Hier dann mit dem gesamten Betrag von zusammengefasst 5280 Euro. Am 22.06. erfolgt die Zahlung unsererseits, beziehungsweise die Abbuchung der Zahlung. 3190 Verbindlichkeiten Bankomatkarte, jetzt im Soll. Passive Bestandskonten, wenn sie sich vermindern, stehen ja immer im Soll. Und laut Regel das aktive Bestandskonto im Haben, weil es ja weniger wird, in diesem Fall die Bank. Und mit dem Betrag von 5280 Euro. Das war der Einkauf und die Bezahlung mittels Bankomatkarte für Büromöbel. Kommen wir zur Verbuchung der Umsätze der Verkäufe mittels Bankomatkarten. Hier haben wir den 23.06. und verbuchen 2794 Forderungen Bankomatgebühren. In diesem Fall sind es 420 Euro plus bzw. an 4000 HW Erlöse mit einem Betrag von 350 Euro und die dazugehörige Umsatzsteuer mit 3500 in der Höhe von 70 Euro. Dann kommt es am 26.06. zum Eingang dieser Forderungen mit dem Buchungssatz 2800 Bank im Soll, aktives Bestandskonto Vermehrung an 2794, eben das Forderungskonto aus den Bankomatgebühren in der Höhe von 420 Euro. Und noch einmal zusammengefasst, gleiche Buchungssätze wie bei Lieferverbindlichkeiten und Forderungen, nur dass wir für Bankomatkarten eine eigene Nummer verwenden. Was jetzt eben noch dazu kommt, ist am 6.7. Die Gebührenabrechnung, weil die Benutzung der Bankomatkarte ist nicht umsonst. Hier lautet der Buchungssatz 7792, Provisionen, Gebühren, Bankomatkarte in der Höhe von 50,20 Euro. Da es sich wieder um ein Aufwandskonto handelt, kommt die Vorsteuer dazu in der Höhe von 10,04 Euro und das Ganze zu Lasten des Bankkontos, das hier im Haben mit 60,24 Euro belastet wird. Das waren Verbuchungen im Zusammenhang mit Bankomatkarten. Ein weiteres Video zu diesem Thema zu verbuchen mit Kreditkarten wird in Kürze eingestellt.